Hallo zusammen und willkommen bei den Screenshooters. Willkommen bei einem für uns neuen Konzept. Wir nennen es Flashback. In Flashback möchten wir euch ein paar ältere Spiele vorstellen. Also älter ist jetzt nicht 2, 3, 4 Jahre, sondern wo es auch schon mal in die Jahrzehnte gehen kann. Und ja, wir möchten jetzt heute direkt starten mit Super Hang-On. Das Spiel kam 1987 für die Arcade-Automaten raus und 1989 dann für diverse Home-Systeme, wie unter anderem für ein ZX Spectrum, Amstrad CPC, dem C64, dann die Sega Genesis bzw. das Mega Drive, auf dem wir uns das jetzt gleich auch hier angucken. Dann den Amiga, den Atari, also schon für die damals gängigen Home-Systeme. Das Ganze ist ja ein Action-Rennspiel. Man fährt hier nicht gegen den Gegner, sondern gegen die Zeit. Hat dafür verschiedene Strecken, die man hier bewältigen muss. Und ja, ich würde mal sagen, wir schauen mal hier kurz rein. Ihr habt gerade schon gesehen, man kann hier auswählen. Drücken wir mal. Sega, genau. Wie gesagt, wir spielen das auf dem Mega Drive. New Game oder Passwort. Passwort kann man machen, wenn man dann schon ein paar Strecken durchgefahren hat, dann kriegt man hier ein Passwort, damit man direkt einsteigen kann. Wir haben noch nichts gemacht, wir spielen im Arcade-Modus und fangen mit der Beginner-Stage an. So, ja, 4 verschiedene Musiktitel hat man noch zur Auswahl, damit auch ein bisschen Abwechslung reinkommt. Dieses Brummen, was ihr im Hintergrund hört, das ist leider einem schlechten Skatkabel geschuldet. Da ist der Audiobereich nicht richtig abgeschirmt. Ich hoffe, dass in Kürze ein neues Kabel ankommt, wo dann diese Störungen nicht mehr sind. Ja. So, da sind wir jetzt ja schon mit dem Rennen. Wie gesagt, die Gegner hier, die sind eigentlich nur, ja, Zierde. So, quasi als Hindernisse für die Straße. Aber ansonsten müssen wir uns eigentlich gar nicht um die hier kümmern. Ob die da mitfahren oder nicht, ist völlig egal. Wichtig ist nur, dass wir die Strecke bzw. den Teilabschnitt immer innerhalb der Zeit schaffen. Ist man, fällt man einmal rein, dann kommt man ein bisschen schleudern. Und ja, das ist so, wie es damals aussah. Das ist die Grafik, die damals up-to-date war. Ein bisschen anders als das, was wir jetzt hier heute kennen. Aber jo, man kann das nicht anders, ne? Das war in Ordnung. Das Problem ist, wenn man jetzt hier einmal komplett von der Straße abkommt und hier so ein Hindernis gegenfährt, dann reißt einem das schon ordentlich ein Loch in das Zeitkonto. Und es ist schon sehr wahrscheinlich, dass man einfach die Strecke dann nicht mehr schafft. Aufpassen. Ich würde auch sagen, wir spielen das jetzt natürlich nicht komplett durch. Das soll vorne nur eine kurze Vorstellung sein. Wir gucken uns gleich nochmal noch andere Strecken an. Ich fahre jetzt erstmal hier so lange, wie es geht, bis ich hier rausfliege. Ich habe es noch nicht geschafft, komplett durchzufahren hier, Afrika. War schon mal ganz kurz davor gewesen. Ganz kurz davor heißt, mir fehlt noch 2 Streckenabschnitte. Das Ganze sieht echt banal aus, aber es hat schon in seiner Einfachheit einen gewissen kleinen Schwierigkeitsgrad. Der gespielt wird mit einem ganz normalen Controller, auch wie damals üblich, gibt es hier noch keinen Analogstick, sondern rein digital. Sprich, in die Kurve legen. Wie weit man sich in die Kurve legt, steuert man einfach dadurch, wie lange man auf das Steuerkreuz gedrückt hält. Also immer wieder mal kurz drückt. Deswegen wackelt er auch hier zwischendurch so rum. Also nicht, weil er nervös ist, sondern weil ich anders gar nicht die Kurvenlage beeinflussen kann. Ja, so, jetzt habe ich mich hier gemaut. Noch 8 Sekunden. Das wird höchstwahrscheinlich nämlich jetzt schon nicht mehr werden. 6 und 4, wahrscheinlich. Das Ding ist jetzt gleich gegessen. Ja, das war's. Keine zweite Chance. Ende. Aus. Demo. Ja, dann gucken wir uns doch mal
Hopp. Start, neues Spiel, Arcade. Fangen wir mal den Junior. Die Junior-Klasse an. Start. Hier wird die andere Musik hier. Vorhin waren wir in Afrika, jetzt sind wir in Asien. Der Hintergrund ist auch ein bisschen anders. Ein bisschen beschleunigen. Die alten Konsolen anzuschließen ist heutzutage auch schon mal so ein kleines Abenteuer, weil die meistens damals über einen ganz normalen Antennenausgang an den Fernseher geschlossen wurden. Das heißt, am Fernseher musste man mittels Kanalsuche erstmal den passenden Kanal finden, auf dem das Gerät war, und dann konnte man spielen. Bildqualität war eher unterirdisch. Das Mega Drive geht's hier, habe ich über den DIN-Ausgang, den es verfügte, mit einem SCART-Anschluss. Ja, und ein Umwandler an einen Monitor angeschlossen. Das Ganze funktioniert ganz gut. Die Grafik sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, also hier ist nichts Verwaschenes. Ich denke, das könnt ihr auch erkennen. Da gibt es jetzt auch keine Eingabeverzögerung vom Umwandler. Das hätte klappen können. Ja. Ich denke, damit werden wir dann auch diese Strecke, diesen Kurs hätte nicht schaffen. Aber gut, wie wird es? Klasse. Ja, geht sowieso. Sinn und Zweck liegt jetzt nicht darin, dass ich mit euch das Spiel durchspiele, sondern einmal noch kurz anspielen. Damit ihr auch mal seht, was damals so angesagt war. Ja, auch nicht geschafft. Macht jetzt nichts. So, neues Spiel, wieder Arcade. Wir gehen jetzt meinem Senior erstmal, wir steigen uns langsam. Senior 14. Streckenabschnitt. Winning Run. So, wir sind in Amerika. Kann man am Hintergrund erkennen. Vielleicht taucht da das eine oder andere Gebäude auf, das heute nicht mehr steht. Wir werden ja sehen, nicht wahr? Das ist alles ein bisschen puristisch, aber damals war das schon ziemlich geil. Jetzt weiß ich gar nicht, hatte ich es schon gesagt. Es gab hier natürlich auch einen ersten Teil, das ist schon der zweite. Der Vorgänger ist 1985 rausgekommen, auch erst für die Arcade-Automaten und dann später nochmal umgesetzt worden für die Home-Systeme. Dann halt bevorzugt das Master-System, das jetzt der Vorgänger von dem Mega Drive ist. Ja, und wenn man dann eine Runde geschafft hat, dann kriegt man sogar eine ganz kleine Zeitgutschrift, aber ganz ehrlich, die macht den Kohl nicht fett. Ja, mal gucken, ob wir hier noch einen anderen Hintergrund gleich sehen. Das hat das mal ein bisschen verändert, wenn ich lange genug hier durchhalt. Das war knapp. Ja, wenn nichts passiert, dann kommen wir auf jeden Fall hier noch in die dritte Stage. Schön. Bisschen außerhalb. Die Natur von Amerika genießen. Scheiße. Ja, ich muss so zugeben, zum Bremsen drücke ich immer den falschen Knopf. Ich weiß nicht warum. Ich will immer den falschen drücken.
Deswegen bremst er nicht. So wie jetzt wieder. Mal machen. Dann muss man auch nicht. Ja, das Spiel, als das rauskam, habe ich das schon ein wenig gezockt. Also da habe ich schon so 2, 3, 4, 5 Minuten, Stunden und oder ähnliches drin verbracht. Ja, und schon wieder gemault. Könnt ihr euch jetzt überlegen, wie alt ich bin, dass ich das Spiel tatsächlich damals mitbekommen habe, wie es rausgekommen ist. 1989. Jetzt genau 31 Jahre her. Neues Spiel. Wir gucken uns jetzt hier den Expert noch an. Über die Musik. Hard Road. Und wir sind in Europa. Europa ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Die sind ja schlecht, ne? Ja, Paris. Unschwer zu erkennen. Auch ein bisschen die Deko gibt es hier am Seitenrand. Ein bisschen anders. Andere Laternen. Das reichte halt als Abwechslung. Man darf natürlich auch nicht vergessen, die Spiele waren damals nicht riesig groß. Die passten teilweise auf eine Diskette und dann war immer noch Luft. Und eine Diskette ist jetzt hier 1,44 MB. Beziehungsweise beim Amiga war das ja sogar nur 820k. Da war alles drauf. Musik, Spiel und sonstiges. Heute noch niemals mehr ein Thumbnail. Das ist nur ein Spiel für. Jo. Junge, kurz vorm Ziel. Aber das müsste nur gut gehen. Beim ersten Mal, also einmal darf man sich maulen. Das könnte sogar eben noch klappen. Hey. Aber jetzt nur 35 Sekunden. Hätten wir mehr Zeit gehabt, also mehr Zeit übrig gehabt, dann wären es 40 gewesen. Das heißt also, hier darf jetzt gar nichts passieren. Sonst erleben wir die dritte Stage nicht. Gib mir Mühe, dass man in den Tritt reinkommt, dass wir zumindest sehen, wie sich vielleicht hier der Hintergrund nochmal ändert. Fieser Links-Rechts-Wechsel hier. 5, 4, 3, eieiei, das wird nichts. Tja, das war's. Jetzt nochmal machen können. Guck mal, New Game. So. Nee. Ich dachte, wir können den Modus ändern. Können wir scheinbar nicht. Na gut, ich starte einfach mal drin und bereiten uns eigentlich schon mal drauf vor, dass ich jetzt hier ein Ende mache. Denn das Spiel müssen wir jetzt ja nicht hier bis zum Access durchgehen. Es ging um das kurze Vorstellen. Und ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Bock habt auf mehr, könnt ihr es ja mal auch in den Kommentaren hinterlassen. Uiuiui. Hier liegen noch so ein paar alte Schätzchen, also um die 30 Jahre alt. Und ich hätte schon gut Lust, so ein paar davon auszukramen und euch vorzustellen. Solltet ihr Wünsche haben, könnt ihr euch natürlich auch mal dazu äußern. Dann gucken wir mal, was so aus der ganzen Geschichte wird. Ja, das wären keine kompletten Let's Plays, sondern einfach mal nur kurz vorstellen, mal reingucken, wie es früher so aussah. Die kompletten Let's Plays haben wir ja das ganz normale Format. Da haben wir ja auch schon so 2, 3 Retro-Spiele gemacht. Zieleinfahrt und ich würde sagen, wir machen jetzt an der Stelle so langsam Schluss. Wie gesagt, hinterlasst einen Kommentar, ein Like, ein Abo, was auch immer.
Und ja, vielleicht sehen wir uns in der nächsten Flashback-Folge dann wieder. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.